Hallo, ich bin Nathanael von AlphaCool und heute zeige ich euch voller Stolz unsere neue VPP-Pumpe. Nun, von der alten Version haben wir über die Jahre Tausende verkauft. In so vielen Rechnern weltweit läuft diese Pumpe zuverlässig, gut und dauerhaft. Aber jetzt, es ist Zeit für den nächsten Schritt. Und darum haben wir nicht einfach nur eine Pumpe ein bisschen verbessert oder ein Update durchgeführt. Wir haben eine komplett neue Pumpe entwickelt. Das heißt, neue Elektronik, neues Gehäuse, neue Features und all die Vorteile zeige ich euch jetzt in diesem Video. Hier haben wir die beiden Pumpen mal auf dem Tisch liegen. Man sieht ja sofort, das ist die alte Version und das ist die neue Version. Wow, was für eine Pumpe. Man sieht, das ist nicht nur eine Pumpe, das ist eine Modding-Pumpe. Eine Schönheit, eine Perfektion. Aber sie hat noch viel bessere technische Daten innen drin. Was haben wir denn als erstes? Also, die alte Pumpe hatte eine Förderhöhe von 3,7 Metern. Die neue kann auf 4 Meter pumpen. Die alte Pumpe hat beim gleichen Wasserdurchfluss 23 Watt verbraucht, während die neue nur noch 14 verbraucht. Wir haben also eine viel effizientere Pumpe, was natürlich besser ist. Die Pumpe kann geregelt werden zwischen 1700 und 4500 Umdrehungen und die Pumpe ist leiser. Wir haben eine komplett neue Lagerung eingebaut, die läuft ruhiger, leiser und ist allen mit allen einfach der nächste technologische Fortschritt. Dann als letztes noch haben wir hier dieses schöne Kabel. Was für ein Unterschied. Das kann sich sehen lassen, das passt einfach super auch zu Modding-Computers, zu Premium-Wasserkühlung. Das ist das neue AlphaCool. Und hier sehen wir insbesondere nochmal die Rückseite. Hier haben wir diese Metallabdeckung, das ist auch ein Riesenunterschied. Und das Beste ist, die kann getauscht werden. Wir werden noch farbige Abdeckung rausbringen, aber wenn jemand jetzt ein Modding-Projekt hat und möchte allein diese Pumpe in der Farbe passend zur Flüssigkeit oder zu irgendwas anderem sozusagen gleich haben, dann kann man das einfach eigenständig abnehmen, lackieren und wieder montieren. Das war die Pumpe fürs Erste. Ja, und wir sind richtig begeistert, dass wir diese Pumpe haben und freuen uns darauf, dass ich sie euch heute präsentieren kann. Kommen wir nun zum coolsten Feature, das diese Pumpe noch zu bieten hat. Und das hat etwas zu tun mit diesen drei Steckern. Das möchte ich jetzt erklären. Als Erstes haben wir den Stromversorgungsstecker. Der kommt einfach ins Netzteil. Wenn man das einsteckt, kann man hier manuell die Pumpe in der Drehzahl, wie die alte Pumpe auch, einstellen zwischen 1700 und 4500 Umdrehungen. Das ist ja an sich bekannt. Was jetzt aber folgt, ist natürlich, man hat hier noch einen 3-Pin-Stecker. Damit hat man so die Signalübermittlung von der Pumpe. Wenn man halt zum Beispiel wissen will, läuft sie nicht, kann man das hier auch noch in einen Fan-Controller oder auch aufs Mainboard einstecken. Und jetzt kommt das Besondere. Gleichzeitig habe ich hier noch einen PWM-Stecker. Und wenn ich den jetzt in einen PWM-Controller oder auf ein Mainboard, das das unterstützt, einstecke, dann kann ich die Pumpe automatisch regeln. Was bedeutet das? Die Pumpe wird zwischen 0 und, Achtung, der eingestellten Maximaldrehzahl geregelt. Ich kann also sagen, klar, ich drehe das auf 5, dann sage ich PWM-Controller, regel die Pumpe zwischen 0 und 4500. Aber ich sage, weißt du, das ist mir viel zu viel. Ich mache doch einfach nur auf 3000, dann habe ich immer einen super leisen Betrieb und 3000 ist auch schon viel. Also regle ich das hier runter, stecke das in meinen PWM-Controller und der wird das regeln zwischen 0 und 3000. Diese Kombination macht es für mich möglich, die Pumpe total flexibel in allen möglichen Anwendungsfällen einzusetzen. Und ich habe gleichzeitig eine persönliche Entscheidung, auf welcher Leistungsstärke soll sie maximal laufen. Und ich habe die vollautomatische Überwachung, zum Beispiel anhand von Raumtemperatur oder Wasserdurchfluss oder Wassertemperatur, was dann ein Lüftercontroller oder Pumpencontroller praktisch hier dann noch dazu liefert. Das war es erstmal so zu dieser Pumpe. Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass diese Pumpe auch kleiner geworden ist. Man sieht das hier ganz gut, ist ungefähr ein Zentimeter. Also wir haben hier wirklich alles getan, um eine optisch bessere Pumpe, eine Pumpe, die mehr Features hat, die unseren Anfragen, was die Kunden immer hatten, sie möchten es einstellen können, aber PWM haben. Wir haben alles getan, dass die Pumpe leiser ist, eine bessere Lagerung hat und sie ist auch mit allen bestehenden bisherigen Produkten kompatibel, da der vordere Bereich praktisch identisch geblieben ist. Ja, das war es von mir erstmal. Und ich würde mich freuen, diese Pumpe alsbald natürlich in euren nächsten Projekten zu sehen. Insbesondere freue ich mich darauf, wie euch diese Rückseite gefällt und wie ihr das in euren Modding-Projekten umsetzt. Und da bin ich schon wirklich gespannt. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.